Ja Leute, was geht, was geht? Bin wieder mal am Bahnhof. Jetzt war gerade wieder der Wartezeit, aber es gibt die Sommerausgabe finanziert von Nett. Jetzt habe ich, warte, kann man das so wechseln? Nein, jetzt habe ich auf jeden Fall eine Isomatte, einen schönen Schlafsack und noch einen kleinen Schlafsack für den Sommer. Und bei Schwedenpumpen bekommen einen guten Tee. Käsesemmel habe ich eine Scheibe getauscht mit einem Freund von mir, eine Scheibe Neuburger gegen eine Scheibe Käse, voll nice. Ein paar Zigaretten bekommen. Hier schifft Mikey, Alter. Wenn ihr gerne mal spenden wollt, kommt zu Linz Busterminal A7. Da sind wir zurzeit. Also richtig nice. Ach ja, und willkommen zum neuen Vlog. Ich bin noch nicht so dicht. Ich habe heute auch schon etwas geschlafen, aber ich werde mir jetzt noch ein, zwei Axolid reinknallen, dass ich gut schlafen kann. Eine werde ich mir reinknallen noch, weil da habe ich noch vier Stück, da muss ich eh sparen. Dann werde ich mal ein paar Tage gar keine Benzig mehr nehmen. Und nächste Woche werde ich ins Wagner Jauregg gehen und da mal wieder mich hochstufen lassen. Die Aschenbecher, was man da sieht, habe auch ich besorgt, weil wir sind Edelpender, ihr wisst Bescheid. Und schaut euch dann GIF, macht die Beats, Alter. Ich hoffe, ihr habt das gehört. Der schuldet mich Geld und der hat meine Situation gesehen und hat gesagt, ey, lass mal stecken, ey, voll nah von ihm. Ich meine, ich schlafe noch nicht direkt auf der Straße, aber bald ist es soweit. Weil ich keinen Bock mehr habe auf die Notschuhstelle, das ist schlimmer als Gefängnis. Ich habe mir heute mit einer geredet, der was mit mir im Stock wohnt. Ein Türke oder so. Der hat auch gesagt, im Gefängnis ist es besser als hier in der Nova. Echt heftig. Aber ja. Ich hoffe, der letzte Livestream hat euch gefallen. Ich habe viele Leute, wo ich gepostet habe auf Facebook, die haben Nerven, Alter, so gehört das dahin, dies, das. Ich bin nur so, ich möchte einfach leider mein Leben teilen. Dass ihr auch seht, dass es auch anders geht und so, weil es gibt Leute, vor ein paar Tagen, vor gestern oder so, sitze ich hier so da. Hier bin ich so da gesessen, so voll schlecht ist mir gegangen. Kommt ein farbiger, ein schwarzer vorbei mit so Grießkarte am Donnerstag und gibt mir so eine Karte für Karfreitag mit seiner Telefonnummer und gibt mir 10 Euro. Richtig nett von ihm. Hätte ich nicht gebraucht, wirklich, aber echt nett von dem Typen. Und wie ihr seht, meine Kamera ist voll kaputt. Ich nehme gerade das andere Handy, weil das Handy, wo die Kamera geht und die SIM-Karte geht, ist, das ist leider ein altes Huawei P irgendwas und da ist sehr wenig Speicher. Aber ich möchte es kurz halten, richtig nice. War heute in der Wärmestube, Suppe essen, dann nochmal Suppe essen und Spaghetti mit, jetzt werden viele kotzen mit Gulasch, aber das war gut, das war wirklich gut. Aber ich war schon voll. Und ja, ein paar Tags habe ich auch am Start wieder gemacht. Warte, sieht man es? Ja, da oben sieht man es. Ah, richtig nice. Ja, auf jeden Fall, das war so eine kurze Information. Ich bin gut dabei, dass ich wirklich keine andere Drogen nehme, keine Chemie, halt nichts mehr zu ziehen und so. Nur noch meine Benzodiazepine, die ich brauche und dies und das. War ich halt bei Bereitschaftsdienst, Notarzt, Hausarzt, Bereitschaftsdienst. Und wollte mir Rivotril verschreiben lassen, aber geht nicht, weil so viele Leute natürlich sich Rivotril verschreiben lassen und das verkaufen, finde ich echt scheiße von denen. Jo, Toni. Bis morgen, Toni. Gute Nacht, Toni. Schlaf gut. Das ist der beste Mann ever. Du kannst ihm 100 Euro mitgeben, er kommt zurück mit dem Geld. Hallo. Schönen Tag, schöne Feiertage.
Ja, es gibt schon nette Leute hier, wirklich. Linz ist echt Linz verändert und ja, ich wollte einfach nur so eine kurze Info geben. Weil jetzt möchte ich schon jeden Tag ein bisschen flockern. Da ist passiert halt nicht so viel und ich kann auch nicht so viel filmen wie den Datenschutz und so. Aber auf jeden Fall glaube ich hier schon wieder 5 Minuten. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich trinke halt jetzt jeden Tag sehr viel. Das finde ich ein bisschen kacke, aber was soll's machen? Wenn ihr wollt, könnt ihr mir auf Instagram Salty Boy, ich würde mich über eine Amazon-Card voll freuen oder über eine PSF-Card freuen, dass ich mir Gewand kaufen kann oder umtauschen kann in Geld. Das wäre echt nice. Einfach privat anschreiben, Salty Boy, S-A-L-T, Y1-B-O-Y, Salty Boy, oder BEAG.NUSW, das wäre auch Baba. Auf jeden Fall, ja, wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, eine Bewertung da, ein Abo da. Alles in eure Spätdance-Liste, das pusht auch nochmal die Reichweite und teilt es mit euren Freunden und ja, schaut, dass ihr arbeitet, entschuldigt, dass ihr nicht abstürzt, so wie ich. Und ja, auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt mal einen schönen Abend und gute Nacht. Euer Salty Boy. Peace.